Hallo ihr Lieben, im zweiten Teil des Tutorials geht es um die Rollreibung. Wir wissen bereits, was Haftreibung, was Gleitreibung bedeutet, was ist aber die Rollreibung. Dazu schauen wir uns zunächst folgenden Kurvenverlauf an. Der orange Punkt kennzeichnet die Schwelle, ab wo Haftreibung in Gleitreibung übergeht. Ist diese Schwelle überschritten, so sinkt die Reibungskraft. Der Kurvenverlauf für die Rollreibungskraft sieht etwas anders aus. Es gibt keine Schwelle mehr, sondern die Kurve steigt kontinuierlich. Man kann sagen, je größer die aufgebrachte Kraft, umso größer die Rollreibungskraft. Nehmen wir ein klassisches Beispiel heran, und zwar das Autobeispiel. Es gibt grob gesagt 5 Gründe, die dazu führen, dass ein Fahrzeug langsamer wird. 4 Gründe sind aufgelistet, die innere Reibung, sprich Verschleißerscheinungen etc., der Luftwiderstand, die Massenträgheit, die Gewichtskraft und selbstverständlich die Rollreibungskraft. Und zwar ist der Rollreibungsanteil am Fahrtwiderstand nicht gerade gering, er beträgt ungefähr 20%. Visualisieren wir uns das Ganze mal. Wir haben einen Reifen, der sich mit der Winkelgeschwindigkeit klein Omega im Kreis bewegt. Der Vektor für die Fahrtrichtung ist ebenfalls angegeben, gekennzeichnet mit dem Buchstaben V. Und natürlich haben wir auch den Radius des Rads gegeben. Die Formel für die Fahrtgeschwindigkeit lässt sich berechnen, indem man den Radius mit der Winkelgeschwindigkeit Omega multipliziert. Wir stellen uns jetzt die Frage, wie wir denn die Winkelgeschwindigkeit Omega eigentlich errechnen können. Wie wir es hier in dieser Grafik sehen, ist der Buchstabe Omega ein Winkel. Und die Formel für den Winkel, wie wir hier rechts sehen können, lautet Bogenmaß, sprich Bogenlänge, durch den Radius. Und zwar ist die Bogenlänge die im rechten Rad eingezeichnete grüne Linie. Mittels dieser Formel B durch R können wir den Winkel ermitteln. Bei klein Omega handelt es sich aber nicht um einen Winkel, sondern um eine Winkelgeschwindigkeit. Diese beschreibt den zurückgelegten Winkel pro Zeit, also pro Sekunde können wir sagen. Fassen wir das Ganze mal in einer Formel zusammen. Klein Omega ist gleich der zurückgelegte Winkel Alpha durch S, sprich durch die Zeit, in diesem Fall Sekunde. Und hier setzen wir dann noch einmal die Formel für den Winkel Alpha ein, das war ja B durch R und das rechnen wir durch S. Und wie wir hier in der linken Formel sehen können, erhalten wir die zurückgelegte Wegstrecke pro Sekunde. Das wäre dann die Fahrtgeschwindigkeit V, indem wir die Winkelgeschwindigkeit mal R rechnen. Sprich diesen Ausdruck hier B durch R durch S mal R und wir erhalten B durch S. Dabei entspricht die Bogenlänge der zurückgelegten Wegstrecke. Folgende Grafikerweiterung erklärt das ein bisschen anschaulicher. Rechts haben wir noch einmal die Formel für die Fahrtgeschwindigkeit etwas anders dargestellt. Nicht R mal klein Omega, sondern B durch S. Und B ist hier in dieser Grafik die grüne Linie, einmal die Linie am Rad und die Linie am Boden. Beide sind gleich lang. Die eine Linie ist nur ein bisschen verformt, wegen dem Rad halt, und die andere Linie ist gestreckt. Aber beide sind gleich lang. Jetzt eine kleine Quizfrage an euch. Was würde passieren, wenn man den Radius verdoppeln würde? Betrachten wir dazu mal diese Formel hier. Die Fahrtgeschwindigkeit V würde sich auch verdoppeln. Vorausgesetzt, die Winkelgeschwindigkeit würde sich nicht verändern. Auch für die Rollreibungskraft haben wir wieder eine Tabelle. Wieder beim Paar Stahl auf Stahl ist der Reibungskoeffizient sehr, sehr klein. Darum sind die Zugräder auch aus Stahl und die Schienen auch. Der Rollreibungskoeffizient für das Auto, sprich für das Stoffpaar Gummi auf Asphalt, ist zwar viel, viel größer als die anderen Koeffizienten, aber immer noch sehr, sehr klein. Wie wir in dieser rechten Formel hier sehen können, je größer der Radius, umso geringer die Rollreibungskraft. Ansonsten ist die Formel identisch zu der aus der Haftreibung und der Gleitreibung. Wir rechnen den Koeffizienten μ mal die Normalkraft, hier noch dividiert durch den Radius. Zu guter Letzt haben wir die Rollreibungskraft noch einmal schematisch dargestellt. Wichtig hier in dieser Grafik ist dieser schwarze Pfeil, der steht für BRK, für die Bodenreaktionskraft. Da sich unser Fahrzeug und somit auch das Rad in Bewegung befindet, greift die Bodenreaktionskraft nicht senkrecht von unten nach oben an, sondern ein bisschen schräg versetzt, wie wir hier sehen können. Auch hier lässt diese Kraft sich wieder nach dem Superpositionsprinzip in zwei kleine Kräfte unterteilen. Zum einen in die grüne Normalkraft und in die rote Rollreibungskraft. Die Länge des roten Reibungsvektors kann durch das Symbol D beschrieben werden. D bezeichnet halt, wie stark versetzt die Bodenreaktionskraft angreift. Und dividiert man diesen Versatz durch den Radius, so erhält man den Rollreibungskoeffizienten μ. Das war's dann jetzt aber auch mit Rollreibung. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.